Guten Abend, ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Und ich bin angekommen im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken, darauf müssen Sie achten, Seite 69, und das Kapitel gliedert sich in Unterkapitel. Und ich bin angekommen, finanzielle und rechtliche Risiken rund ums Internet. Da gibt es, was ist eine Abmahnung? Abmahnungsfallen bei Internetseiten ohne Shop, Abmahnungsfallen bei Online-Shops, Zahlungsrisiken im Online-Handel. Und dann ist das Unterkapitel zu Ende auf der Seite 76. Das ist ein langes Unterkapitel. So. Finanzielle und rechtliche Risiken rund ums Internet. Gerade für beruflich Selbstständige ist das Anbieten von Dienstleistungen und Waren übers Internet ein äußerst beliebter Absatzkanal geworden. Günstige Preise für Online-Server, das sogenannte Hosting und die Möglichkeit, selbst mit minimalem Budget dank einfach zu bedienender Baukastensysteme eine Webseite oder einen Online-Shop zu erstellen, haben das Geschäftemachen im weltweiten Datennetz auch für Mini-Unternehmer erschwinglich gemacht. Doch während selbst für den nebenberuflich betriebenen Gartenservice am Wochenende die Online-Visitenkarte zum guten Ton gehört, sind auch die Risiken gestiegen, die für Selbstständige mit der Nutzung des Internet als Marketinginstrument verbunden sind. Damit hat die Medaille wie so oft zwei Seiten. Einerseits bietet das Internet Kleinunternehmen die Möglichkeit, Kunden praktisch in aller Welt zu erreichen. Doch auf der anderen Seite werden immer mehr Internetunternehmer zu Opfern von Betrügern oder tappen in juristische Fallen. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben oder Ihre Dienstleistungen im Internet anbieten, sollten Sie daher die Fallstricke kennen. Oft können Sie mit einfachen Maßnahmen das Risiko von Forderungsausfällen, Betrügereien oder teuren Abmahnungen wirkungsvoll reduzieren. So, hier gibt es ein Zitat einer Rechtsanwältin und Referentin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale NRW. Bei Abmahnkanzleien besteht das Geschäftsmodell praktisch darin, aus dem massenhaften Versenden von Abmahnungen den maximalen Profit herauszuschlagen. Besonders ärgerlich für Nebenberuf Selbstständige ist, dass die gesetzliche Deckelung von Streitwert und Anwaltsgebühren nur greift, wenn sich die Abmahnung auf einen Sachverhalt außerhalb der beruflichen oder selbstständigen Tätigkeit bezieht. So, was ist eine Abmahnung? Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. So, hier gibt es einen Tipp. Ich sage direkt, ich werde den nicht befolgen. Das kleinere Übel wählen. Trotz vieler juristischer Fragezeichen ist es oft sinnvoller, in den sauren Apfel zu beißen und Abmahngebühren zu zahlen, anstatt sich auf die Unwägbarkeiten eines Gerichtsprozesses einzulassen. Ich würde mich an der Stelle immer auf die Unwägbarkeiten eines Gerichtsprozesses einlassen und so Scheißgebühren nie bezahlen.
Wenn man einmal bezahlt hat, kommen die auf die Idee, bei allem weiter zu kassieren. Das ist das Allerletzte, was da passiert. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung der Verbraucherzentrale NRW. Man kann ja folgen, ich tue das ganz bestimmt nicht. So. Mit einer Abmahnung werden Sie als Unternehmer formal aufgefordert, eine bestimmte rechtswidrige Handlung unverzüglich zu unterlassen oder einen rechtswidrigen Zustand zu korrigieren. Damit verbunden ist in aller Regel die Anordnung, Sie auf eine bestimmte Schadensersatzsumme zu verklagen, wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen. Abmahnungen werden normalerweise von Rechtsanwälten geschickt, die den dafür anfallenden Zeitaufwand dem Empfänger zu hohen Honoraren in Rechnung stellen können. Berüchtigt sind die Versender von Massenabmahnungen, die gezielt das Internet nach Formfehlern auf Websites durchforsten und schon beim kleinsten Verstoß Geld fordern. Dieses Vorgehen bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone, da steht es auch schon. Deshalb würde ich so eine Scheiße auch nie bezahlen. Kann aber beim Bestehen tatsächlich abmahnfähiger Fehler kaum abgewehrt werden. Als Reaktion auf die Abmahnung haben Sie die Wahl zwischen der Anerkennung und der Anfechtung. Ich würde mich immer für die Anfechtung entscheiden und dann auf Anordnung des Gerichts nachbessern. Mit der Anerkennung der Abmahnung muss üblicherweise eine Unterlassungserklärung abgegeben werden. Da geht schon die Scheiße los, die im Wiederholungsfall eine hohe Vertragsstrafe nach sich zieht. Würde ich nie machen. Das ist der gangbare Weg, wenn der abgemahnte Tatbestand unstrittig ist und die hohe Höhe sowohl des Streitwerts als auch der Vertragsstrafe angemessen erscheint. In diesem Fall hat der Abgemahnte die Auslagen des Absenders zu tragen. Ich würde es nie tun. Man begibt sich einfach nur in Fallstricke. Einfach versuchen, alles richtig zu machen. Und wenn man gemerkt hat, dass man einen Fehler gemacht hat, nachbessern und... Man kann sowas immer wegen Nachstellung zur Polizei tragen. Mehr sage ich dazu nicht. Wenn Sie sich hundertprozentig sicher sind, dass die Abmahnung jeder rechtlichen Grundlage entbehrt, ich würde es grundsätzlich machen. Was häufig nur ein Rechtsanwalt beurteilen kann, halte ich auch für ein Gerücht. Die meisten Rechtsanwälte, die ich kenne, können nicht richtig lesen und schreiben. Sie sind auch keine. Sie schreiben sich aufs Türschild, weil sie Mitglied der Kammer sind. Dann können Sie die Abmahnung anfechten und es auf einen Prozess ankommen lassen. Im Gefolge einer Abmahnung kann Ihnen jedoch eine einstweilige Verfügung ins Haus flattern, die Ihnen die Fortführung der strittigen Handlungsweise so lange untersagt, bis ein Gericht die Sachlage geklärt hat. Dies können Sie mit eingeschränkten Erfolgsaussichten nur verhindern, indem Sie gleich nach dem Eintreffen der Abmahnung eine Schutzschrift bei dem Gericht hinterlegen, dass der Abmahner voraussichtlich für die einstweilige Verfügung anrufen wird. Dann muss das Gericht vor dem Erlassen der einstweiligen Verfügung Ihre Argumente prüfen. Ich behaupte momentan, in Solingen, Greffert, gibt es einen angeblichen Rechtsanwalt. Der hat das auch auf dem Türschild stehen. Daher kommt die Aussage mit den meisten Rechtsanwälten, die ich kenne. Ich kenne nur den einen. Dieses das kleinere Übel wählen. Nee.
Fallen bei Internetseiten ohne Shop. Eine beliebte Fundgrube für Abmahnungsabkassierer sind die Angaben im Impressum des Internetauftritts. Nach dem Telemediengesetz TMG muss jeder, der zu geschäftlichen Zwecken eine Internetseite betreibt, dort eine ordnungsgemäße Anbieterkennzeichnung, das Impressum, unterbringen. Dazu gehören zwingend die folgenden Angaben: vollständiger Name und Anschrift des Anbieters, bei juristischen Personen GmbH, UG etc. Name des vertretungsberechtigten Geschäftsführers, falls vorhanden Angaben zum Eintrag ins Handelsregister, falls vorhanden Umsatzsteuer, Identifikation, ID, keine Ahnung, was das, Identifikationsnummer wahrscheinlich oder sowas, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das Impressum sollte auf jeden Fall von der Startseite und allen Unterseiten direkt aufgerufen werden können. Wenn das Impressum direkt anklickbar ist und die oben genannten Angaben enthält, dann brauchen Sie nicht zu befürchten, sich eine Abmahnung wegen fehlerhafter Anbieterkennzeichnung einzufangen. Vorsicht, Urheberrecht beachten. Teuer kann ein sorgloser Umgang mit dem geistigen Eigentum anderer Urheber werden. Unzulässig ist es beispielsweise, einfach Fotos von anderen Internetseiten zu kopieren und auf die eigene Webseite zu stellen. Wenn Sie das tun, darf derjenige, der die Rechte am Bild besitzt, von Ihnen Schadensersatz verlangen. Sie müssen also die Bilder entweder selbst aufnehmen oder die Rechte daran legal erwerben. Gleiches gilt für Texte. Auch hier dürfen Sie nicht einfach in fremden Gefilden wildern und nach dem Copy-and-Paste-Verfahren Texte irgendwo herauskopieren und in ihre eigene Webseite einfügen. Ebenso wenig ist es erlaubt, Zeitungsausschnitte einzuscannen und auf der eigenen Internetseite zu veröffentlichen, es sei denn, Sie hätten zuvor die ausdrückliche Genehmigung der Zeitung eingeholt. Tipp: bei Fotoagenturen preiswert kaufen. Preisgünstige Fotos gibt es bei sogenannten Microstock-Fotoagenturen, wo Sie für wenige Euro die Nutzungsrechte an Bildern von Amateur- und Profifotografen erwerben können. Einschlägige Anbieter sind beispielsweise Fotolia, www.fotolia.de, iStockphoto, www.istockphoto.com oder Photocase, www.photocase.de. Aufpassen sollten Sie überdies, wenn Sie zwar keinen Online-Shop betreiben, aber die Preise für Ihre Waren und Dienstleistungen auf Ihrer Internetseite veröffentlichen. In den allermeisten Fällen ist es zwingend erforderlich, den Preis inklusive Umsatzsteuer anzugeben. Dazu auch das Kapitel Umsatzsteuer, Seite 107. Das gilt auch dann, wenn Sie mit Ihren Leistungen vorrangig an Unternehmenskunden und nur in Ausnahmefällen, an Privatkunden wenden. Abmahnungsfallen bei Online-Shops. Beispiel, dann wird auf die Punkte Datenschutz, Produktbeschreibung und Preise, Versandkosten, Widerrufsbelehrung hingewiesen und es gibt einen Tipp am Ende. So. Klare Umsatzsteuerangaben erforderlich. Wenn Sie ein Produkt mit der Preisangabe 100 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer anbieten, können Sie unter Umständen eine teure Abmahnung wegen Verstoßes gegen die Preisangabenverordnung einfangen. Wollen Sie Unternehmenskunden auf den günstigen Nettopreis aufmerksam machen, müssen Sie zumindest 100 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer gleich 119 Euro brutto ausweisen. So. Abmahnungsfallen bei Online-Shops.
Auch bei Online-Shops müssen Impressum und Co. wasserdicht formuliert und die Bilder und Texte in ihrem Eigentum befindlich sein. Dazu kommen weitere Spielregeln, die denen aus Sicht des Verbrauchers in erster Linie die bei denen aus Sicht des Verbrauchers in erster Linie die Preistransparenz und der Datenschutz im Vordergrund stehen. Hier die wichtigsten Angaben, die in keinem Online-Shop fehlen dürfen. Datenschutz. Also, hier sind die wichtigsten Angaben, die in keinem Online-Shop fehlen dürfen. Datenschutz. Wenn Ihr Shop Kundendaten sammelt, was in aller Regel der Fall ist, dann müssen Sie den Nutzer darüber informieren und dafür gerade stehen, dass die Daten bei Ihnen sicher sind und nicht an Dritte weitergeleitet werden. Wenn Sie mit E-Mail-Newslettern arbeiten, müssen Sie die Zustimmung zum Erhalt ausdrücklich einholen. Kästchen mit voreingestelltem Ja, die der Kunde deaktivieren muss, um kein Newsletter zu bekommen, sind nicht verbraucherfreundlich und rechtlich fragwürdig. Die Datenschutzerklärung muss dem Kunden vor dem Abschluss der Bestellung zur Verfügung gestellt werden und er sollte mit einem Klick auf ein Bestätigungskästchen dokumentieren, dass er diese gelesen hat. Produktbeschreibung und Preise. Die Beschreibung der Produkte muss wahr und vollständig sein. Außerdem dürfen die Produktabbildungen keine Urheberrechte verletzen. Die Preisangaben müssen vollständig und die Umsatzsteuer muss enthalten sein. Versandkosten. Vor dem Einleiten des Bestellvorgangs muss klar ersichtlich sein, wie hoch die konkreten Versandkosten sind. Das gilt auch für Lieferungen ins Ausland. Klauseln wie Preise für Auslandsversand auf Anfrage sind abmahnungsgefährdet. Widerrufsbelehrung. Privatkunden können per Internet geschlossene Verträge innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Vor dem Abschluss der Bestellung muss der Kunde beispielsweise durch Aktivierung eines Kästchens bestätigen, dass er die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen hat. Ein Online-Muster finden Sie beim Bundesjustizministerium, wenn Sie in die Suchleiste den Begriff Widerrufsbelehrung eingeben. Insgesamt muss der Bestellvorgang transparent und übersichtlich gestaltet sein, damit der Kunde nicht aus Versehen eine Bestellung abschickt. Vor dem endgültigen Vertragsabschluss muss dem Kunde nochmals die gesammelte Bestellung mitsamt allen Versand- und Nebenkosten angezeigt werden. Erst wenn er die Bestellung dann nochmals durch Anklicken des sogenannten Kaufbuttons ausdrücklich bestätigt, werden die Daten übermittelt. Im Anschluss an die Bestellung sollte der Kunde umgehend eine E-Mail mit einer Bestellbestätigung erhalten, die nochmals alle Bestelldaten enthält. Auch in der E-Mail dürfen die Kernangaben vollständige Absenderadresse, Produktanzahl, Einzel- und Gesamtpreis, Versandkosten, Hinweis auf die Widerrufsbelehrung nicht fehlen. Tipp: Das richtige Online-Shop-Programm. Achten Sie beim Einsatz von Online-Shop-Programmen darauf, dass es sich um ein Programm handelt, das von Profis an die deutsche Rechtslage angepasst worden ist und sich in Deutschland bereits erfolgreich im Einsatz befindet. So. Als nächstes kommt Zahlungsrisiken im Onlinehandel. Ja, und dann ist das Kapitel auch schon fast vorbei. Deshalb mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich habe auch gemerkt, ich muss ein bisschen Tee trinken. Ansonsten bricht mir die Stimme gleich weg. Tschüss.